Leute, ich möchte euch einen ganz, ganz minimalen kleinen Ausschnitt aus meinem Leben erzählen. Und zwar habe ich im Leben schon viel Struggle erlebt, viel Scheiße erlebt, oftmals und sehr oft mich gefragt, warum mache ich das Ganze hier? Warum ich? Die Frage, warum ich? Während andere im Leben immer glücklich sind, alles kriegen, was sie wollen, alles erreichen, was sie wollen. Ein Beispiel: Ich musste die Realschule zweimal wiederholen, weil ich zweimal operiert worden bin. Also komplett von vorne, nicht irgendwie, dass ich irgendwo anknüpfen konnte oder so. Komplett von vorne. Dann musste ich mein Abitur komplett wiederholen, wo ich schon, ich glaube, 2 Jahre drin war, wegen einer Operation. Musste ich komplett von vorne anfangen, alle 3 Jahre. Beziehungsweise 3,5. Auf der Schule ging es nicht 3 Jahre, sondern 3,5. Weshalb auch immer ein halbes Jahr länger, aber egal. Es war 3,5 Jahre. Musste ich so gesehen neu anfangen, obwohl ich schon 2 Jahre drin war. Ich habe Personen im Leben verloren, die mir relativ viel wichtig waren, die mir was bedeutet haben. Ich habe Ängste vor Sachen, die normale Menschen, die die Ängste nicht haben, überhaupt nicht verstehen. Ich habe viele Freundschaften beenden müssen durch diese Ängste. Und heute stehe ich fast alleine da, im echten Leben. So, das so zu mir. Warum ich das Ganze erzählt habe, ist einfach, ich möchte heute das Thema Struggle ansprechen. Struggle im Leben, Struggle online, allgemein mit dem Leben klarkommen und eventuell den einen oder anderen helfen, damit umzugehen. Ich weiß, es ist ein bisschen overbelichtet, also überbelichtet, aber anders ging es nicht. Es tut mir leid. Ich hoffe, man kann es mir verzeihen. Also, in der letzten Zeit, ist jetzt schon etwas her, aber haben mir einige Leute geschrieben, dass sie im Leben gerade strugglen, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht, dass momentan irgendwie alles scheiße ist, etc. pp. Und glaub mir, ich weiß nur zu gut, wie sich das anfühlt, wie das ist. Ich habe euch ja eben auch ein kleines Beispiel genannt oder kleine Beispiele. Ich weiß wirklich, wie es ist. Und ich möchte jeden, der da draußen ist, vor allem in der Mimsi Gang jetzt, die wir gegründet haben, worauf ich übel stolz bin, helfen, sowas zu überwinden, beziehungsweise wenn ihr down seid, vielleicht dieses Video seht und sagen könnt, mega unnötig, was ich da gemacht habe, warum ich jetzt so Depri schiebe. Es gibt einige Beispiele. Und zwar das allererste Beispiel ist natürlich, wie jeder andere auch immer sagt, die Reichen. Nicht einige, also nicht alle, aber viele, die sich reich erarbeitet haben, nicht die durch irgendeine Scheiße reich geworden sind, das zählt nicht. Leute, die sich wirklich Danke zu. I like that. Ich hoffe, das hört man im Hintergrund. Also ich hoffe es nicht, aber ich hoffe schon irgendwie. Aber ja, die Leute, die sich reich erarbeitet haben, sei es eine Firma gegründet von 0 auf 100, sei es, weiß ich, keine Ahnung, irgendeinen Businessplan erstellt, was weiß ich, und heute jetzt Millionen scheffeln oder von mir aus auch Hunderttausende scheffeln, zählt für mich auch als reich. Und man kann sich damit auch alles gönnen, was man möchte. Diese Leute, die hatten es definitiv nicht leicht im Leben. Man muss sich das immer so vorstellen. Jeder hat bei 0 angefangen. Jeder. Und wir reden jetzt von den Hartarbeitern, von den Normalis, wie wir so gesehen, die Normis. Wir fangen alle bei 0 an. Wir gehen zur Schule, wir machen unseren Abschluss. Dann gehen wir auf weiterführenden Schulen, vielleicht studieren, vielleicht eine Ausbildung, was weiß ich alles. Gründen vielleicht unsere eigene Firma oder arbeiten für jemanden. Und müssen so Tag für Tag strugglen. Und sagen wir jetzt, wir gründen eine Firma. Und strugglen am Anfang hardcore, weil einfach das Geld vielleicht nicht hier und da reicht. Oder weil man nicht expandieren kann. Oder weil man sich das und das vorgestellt hat, aber es irgendwie nicht geht.
dann kommt man an den Punkt, warum, weshalb, was mache ich falsch, bla bla bla. Und das ist genau das, was so gesehen die hart am Arbeiten, Arbeitende, ne? Hart arbeitende Millionäre bzw. Reiche unterscheidet von normalen Menschen. Normalen Menschen würden entweder aufgeben, den Laden verkaufen oder würden ihn so weiterführen, wie er aktuell ist, ohne richtigen Plan, ohne Hardcore-Kondition, Ausdauer, ohne Stärke dahinter so gesehen, körperliche, sowohl auch geistliche Stärke hier, ne? Ich mach mal so rum, egal. Und das ist das, was ich euch mitteilen möchte. Ich bin nicht so gut im Reden, das weiß ich. Vor allem nicht vor Kamera, das ist ein bisschen awkward, aber ich versuche es so gut wie es geht zu erklären. Und zwar da unterscheiden sich einfach so gesehen die Kämpfer zwischen den Normalen. Und das ist das, was ich mit euch geben möchte, die Message. Ihr müsst euch immer denken, wenn ihr diese Tage habt, warum ich, warum, warum mache ich das Ganze überhaupt? Und dann eventuell denkt abzubrechen, weil es eh keinen Sinn hat. Müsst ihr euch einfach vor Augen halten, für die Leute, die in die Schule gehen. Ich mache den Abschluss, ich mache die Schule, damit ich später entweder studieren gehen kann oder eine gute Ausbildung kriege. Um sei es jetzt die Familie später zu ernähren oder was auch immer. Ihr seid in der Ausbildung. Warum mache ich das? Die Ausbildung ist extrem scheiße. Gut, ist sie halt. Pech gehabt. Ihr macht die Ausbildung, damit ihr später einfach einen besseren Beruf findet. Weil viele Berufe, die gut sind, die brauchen einfach eine abgeschlossene Ausbildung. Wisst ihr, was ich meine? Man muss immer dieses Mindset haben, alles, was man macht, hat einen Grund. Und es gibt Tage, die scheiße sind, klar, aber da geht jeder durch. Selbst die Leute, die Millionär sind, die gehen durch Tage, die extrem scheiße sind. Aber die haben sich dadurch gekämpft, die sind viel stärker, denen haut sowas einfach nicht mehr aus den Socken. Mich haut so eine Kleinigkeit auch nicht mehr aus den Socken. Wie jetzt zum Beispiel, ihr habt euch für eine Ausbildung geworben, bla bla bla, und die haben gesagt, hey, hier, mein Bein schläft gerade ein, hier macht man, keine Ahnung, 3, 4, 5 Monate Probearbeit, und wenn ihr das gut macht, kriegt ihr die Ausbildung, dann macht ihr die Probearbeit, und im Endeffekt stellt sich heraus, ja, wir suchen gar keine Auszubildenden mehr. Ist in dem Moment extrem scheiße, ich verstehe das, und ich will euch nichts gut reden oder so, das ist extrem scheiße und ein richtiger Assi-Move vom Chef, aber man muss das einfach so sehen. Man muss das Positive sehen. Ihr habt dann so gesehen 3, 4, 5 Monate, was auch immer, Praxiserfahrung gesammelt. Ihr habt Erfahrung selbst gesammelt, wie es im Leben ist, im Arbeitsleben etc. Ihr habt eigenes Geld verdient. Ihr konntet euch währenddessen was holen. Ihr habt Referenzen so gesehen. Ihr könnt das auch vorweisen. Dann bewerbt ihr euch vielleicht woanders und die sagen, ey, hier, Herr X und X hat Referenz da und da und hat schon Erfahrung. Und dann seid ihr in der nächsten Ausbildung safe dabei. Ob jetzt euer Abschluss nicht der beste ist oder was weiß ich. Heutzutage geht es alles um Erfahrung. Erfahrung, 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 Erfahrung ist einfach so. Ob man jetzt, es ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wenn man jetzt selbst im Leben Erfahrung sammelt, mit Strugglen etc. pp., dann haut einfach sowas später einem nicht mehr aus den Socken. Wisst ihr, was ich meine? Dann zieht man das halt einfach durch und denkt sich, ist scheiße gelaufen, aber wenigstens habe ich Erfahrung gesammelt und weiter geht's. Das Leben ist halt einfach eine Achterbahn. Es geht hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Es hat bei einigen mehr Tiefen als Höhen, aber scheiß drauf. Harte Arbeit zahlt sich immer aus. Irgendwann im Leben, wenn wir weiter durchstrugglen, wenn wir weiter hart arbeiten, wenn wir das erreichen, was wir genau wollten im Leben.